Hi, ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Heute ein etwas anderes Terrain. Ich sehe auch noch ein bisschen K.O. aus. Kommt davon, wenn man mit seinem 14-jährigen Sohn versucht, Fußball zu spielen. Soll mich aber nicht daran erinnern, auch am heutigen Donnerstag ein paar News herauszugeben. Viel Spaß. Ja, wie immer in eigener Sache. Es sind ein paar Videos erschienen, ein paar mehr als sonst, aber Monatsende heißt Monatsbox mit 13 frischen Eindrücken der Spiele, die ich im Juni gespielt habe. Schaut doch mal dort herein. Der eine oder andere ist noch auf dem Weg in den Urlaub oder sitzt vielleicht zu Hause, genießt dort seine freie Zeit, sucht noch vielleicht nach dem Spiel, was er für sich nutzen möchte. Auch hier habe ich Urlaubsempfehlungen, meine Top 13 Liste für den Sommer zum Einpacken oder eben zum Auspacken auf der Terrasse, auf dem Balkon. Nichtsdestotrotz, dritter Teil im Bunde, die Kolumne am Montag ging darum, was ist bei Spielethemen legitim. Stein des Anstoßes waren Diskussionen über Maracaibo. Oder Maracaibo im Beeple-Chat, beziehungsweise auch meine Erfahrungen mit Secret Hitler. Also welches Thema geht noch, welches Thema geht nicht? Was denkt ihr darüber? Hier würde ich mich auch über weitere Beiträge, Kommentare in der Kolumne am Montag freuen. Ja, und dann geht es noch weiter mit der Spiel Digital. Drei neue Verlage, oder vielmehr zwei, sind erschienen, nämlich Frosted Games und Amigo. Und Queen Games wird dann im Laufe des Vormittags noch online geschaltet werden. Da habe ich nämlich auch etwa vorliegen, was uns für den Herbst erwarten wird. Auch Pegasus werde ich dann wahrscheinlich Richtung Wochenende schon mal den ersten Ausblick auf das, was bis September, Ende September herauskommen wird, geben. Dann wird es aber im Nachhinein auch noch das ein oder andere interessante Spiel aus dem Hause Pegasus geben, was zu Spiel Digital dann vorgestellt wird. Bei den News, ja, Spielehit 2020, das ist der österreichische Spielpreis, nicht mehr in vier Kategorien, sondern zwei zusätzliche, nämlich es gibt einen Kartenspielpreis und es gibt einen sogenannten Trendpreis, wobei nicht hundertprozentig ersichtlich ist, was sich dahinter eigentlich verbirgt. Ansonsten klassisch das Spiel der Spiele, Spiele für Kinder, für Familien und für Freunde. Hinter Spiele für Freunde verbirgt sich dann, ich sag mal eher das Kenner bis hin zum Expertenspiel. Und darüber hinaus wird dann ein Spiel besonders gekürt und das ist Smart 10, was per Piatnik im letzten Jahr herausgekommen ist. Es ist ein sehr interessantes Quizspiel. Schönes Material auch dabei, kann ich auch schon ausprobieren. Rezension habe ich, glaube ich, noch nicht online gestellt, muss auch noch erfolgen. Aber Smart 10 von Piatnik ist Preisträger beim österreichischen Spielepreis. Ja, dann die Insel Mainau und Catan gedeiht weiter. Hier habe ich mal einen Zwischenstand von der Baustelle. Ab Juli, also gar nicht mehr so lange hin, geht es dort los. Dann könnt ihr dort das überdimensionierte Catan-Feld euch anschauen und sehen, ob das was für euch ist oder nicht. Ja, und dann eine Sache, die ein bisschen trauriger ist. Das Osnabrett ist ein Spielcafé in Osnabrück und denen geht so langsam das Geld aus, insbesondere jetzt hier aus der Corona-Sache. Da fehlen halt noch Finanzierungsmittel, die vom Staat zugesagt sind. Und um das Ganze zu überbrücken, ist es halt toll, wenn ihr hier das Spielcafé mit Spenden unterstützt. Link habe ich in der Videobeschreibung, schaut mal nach. Ja, weiter geht's mit Crowdfunding oder Kickstarter. Dead Raccooning ist von AEG herausgebracht worden, ist auch innerhalb von 15 Minuten finanziert worden. Ist das Worker-Placement-Spiel mit dem besonders speziellen Kampfmechanismus, wo wir aus einem Schiff heraus in ein Feld hineinwürfeln. Link ebenfalls in der Videobeschreibung. Genauso wie das neue Spiel von Mindclash, Perseverance. Da geht es darum, dass wir auf einer einsamen Insel gestrandet sind
und so nach und nach uns die Insel anschauen, feststellen, wir sind nicht allein, denn auf der Insel leben Dinosaurier. Und nun müssen wir halt in irgendeiner Form schauen, dass wir mit den Dinosauriern auskommen oder aber, dass wir eben halt nicht gefressen werden oder überleben. Ja, sehr interessantes Thema. Und last but not least, Shadow of Valeria. Ja, also auch hier die x-te Version von Valeria draußen. Und ich bin gespannt, wie das mit dieser Reihe, genauso wie Tiny Epic Canyon, da weitergehen wird. Die Spiel Digital hat angekündigt, ab heute Ausschnitte von der Plattform preiszugeben. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ich habe ja so vorab Sachen gesehen und jetzt sollen so nach und nach die ersten Beta-Versionen herauskommen und ja, uns halt noch ein Stück weit mehr Lust drauf machen, da im Oktober dabei zu sein. Ja, das waren die News soweit. Jetzt gibt es noch den Ticker mit ein paar Spiele-Neuheiten. Wie gesagt, alles ein bisschen kürzer, da Sommerferien sind und auch mir die Zeit so ein bisschen knapp ist. Hier geht's aber zum Ticker. Ja, im Ticker. Zwei dicke Neuheiten, die in dieser Woche auf uns zugekommen sind. Zum einen Pandemic Season Zero. Ist das Cover veröffentlicht worden, ein etwas mysteriöser Trailer, woraus man aber noch nicht so wahnsinnig viel ablesen kann. Aber es gab ja immer die Gerüchte, dass es eine Season 3 geben wird. Jetzt scheint es wohl eine Season 0 zu geben, die zumindest zeitlich so in den 50er Jahren spielt. Wenn man das Outfit der beiden Figuren auf dem Schachtelcover dort sehen wird, mehr ist noch nicht bekannt. Ich werde hier berichten, sobald mir da was Neueres unter die Augen kommt. Dann hat Stonemaier Games Pendulum bekannt gegeben, Cover hier. Und Feuerland hat auch kurze Zeit hinterhergelegt, dass im September dort die erste Welle kommen wird. Wird wohl eine weltweite Auflage dann herauskommen. Und es gibt auch schon hier den ersten Trailer hier eingeblendet. Mit, ersten Hinweisen darauf, was uns dort erwartet. So eine Mischung aus Worker-Placement-Spiel, die unter so ein bisschen Zeitdruck in Anführungszeichen spielt, weil drei Sanduhren mit unterschiedlichen Zeiten dort zum Einsatz kommen. Sehr viele Tableaus, kleine Plättchen, unheimlich viel Material, wie man hier im Trailer auch erkennen kann. Viel mehr ist allerdings noch nicht bekannt, außer dass wir eben halt mit den Zeitressourcen versuchen müssen, unser Territorium auszubauen. Aber Pendulum wird dann auch neben der Season Zero eins der heiß erwarteten Spiele dann im Herbst sein. Monster Expedition ist ein Ableger von Carnival of Monsters, wird bei Amigo herauskommen, ist ein reines Kartenspiel. Und Autor ist diesmal Alexander Pfister, der das Carnival of Monsters Universum so ein Stück weit weiterspinnen wird. Ja, und die City Collection von Queen Games habe ich jetzt, glaube ich, auch die letzten zwei Male hier gezeigt, ist jetzt vorerst komplett, zumindest was die Städte angeht. Da sind die Silhouetten jetzt so enthüllt worden. Wir haben es mit Hamburg, Amsterdam, New York und Marrakesch zu tun. Das sind vier der ersten Spiele von Stefan Feld. So wie man hier auf dem Bild auch sehen kann, wird es mindestens noch ein fünftes Spiel geben, wahrscheinlich auch noch mehr. Glenn Moore rumort ja schon die ganze Zeit herum. Hier wird ein Kickstarter gerade vorbereitet mit einer Solo-Kampagne und drei neuen Chronicles. Autoren sind dabei, Johnny Peck und Rüdiger Dorn. Und für den Solo-Modus, der sehr, sehr intensiv getestet worden ist im Hintergrund, zeichnet sich die Automa Factory für zuständig, also sehr spannend. Da gingen doch einige Files hin und her, um das Spiel auszutesten. Bin mal am Ende gespannt, wie es tatsächlich geworden ist. Ich konnte es selber auch schon ausprobieren, hat mir bisher sehr zugesagt. Dürfte definitiv auch was für die Glenmore-Fans dann sein. Seven Wonders Duel habe ich ja schon bekannt gegeben, wird mit Agora eine zweite Erweiterung bekommen. Hier ist jetzt das Cover mitgeteilt worden von Repos, was wir dann im Herbst sehen werden. Seven Wonders Duel ist ja eins der besten Zwei-Personen-Spiele, von vielen sehr geschätzt und geliebt.
Da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das ganze Imperium dort weiterentwickeln wird. Und last but not least, Cosmodrome Games, der russische Verlag, hat bekannt gegeben, dass Frozen Frontiers herauskommen wird. Hier geht es um ein Ressourcenausbeutungsspiel, denn wir haben über Wurmlöcher die Möglichkeit, zu fremden Planeten zu kommen und dort nach Ressourcen zu graben. Das waren die News, das war der Ticker. Würde mich freuen über ein weitere Abos, Daumen hoch. Tendenz geht ja Richtung 1000. Bin mal gespannt, wann die Marke dann fällt. Und ansonsten freue ich mich, euch am Montag wieder zu hören in der nächsten Kolumne. Und bis dahin, spielt gut, macht's gut, euer Christoph. Ciao.